Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, suche Merkstuhl. Wir sind immer noch auf Berg Niakera, der Niakera, die Niakera Heiligkuppe, so. Und wollen hier immer noch Merkstuhl finden. Wir haben Gaius und Musee hier oben getroffen, die noch ein bisschen gegeneinander gebettelt haben. Und ich mache jetzt mal das Vieh hier fertig, weil. Nur so. Huha, huha. So eine, ey. Ja, du siehst, vollkommen durchgedreht. Schafft irgendwo irgendwie überhaupt nichts mehr ohne Maxwell. Ja. Wollen wir mal sehen, gleich. Hoffentlich treffen wir ihn heute noch. Aua. Ist ja dieser alte Mann, nehme ich an. Den wir so am Anfang des dritten oder vierten Kapitels getroffen haben. Welches Kapitel sind wir? Drittes, viertes? Wir haben das dritte abgeschlossen, ne? Also sind wir im vierten. Na gut. Weiter. Immer weiter an die Spitze. Ja. Was haben wir da? Eine Truhe. Rote Lavendel. Was? Also. Ich dachte, da wäre Gaius. Ich habe Brot gesehen, deswegen. Das ist doch logisch, ne? Jo. So, ich beginne jetzt jeden Kampf damit. Verdammt. Zack. Und Skylar. Schlag. Hey. Hab ich nicht getroffen, das gefällt mir nicht so. Huh. Diese Angriffe. Pirouette. Ach ja, spotten, manchmal. Oh. Oh. 34. Im Normalfall irgendwann mit 7 oder 8. Ja, leer jedenfalls. Und jetzt fast genauso viel TP. Oder? Schön zu wissen. Jo. Level up, level up. Nein. So, ich muss mich mal richtig hinsetzen. So ein bisschen gebeugt. Entschuldige mich kurz. Entschuldigung. So. Kommt natürlich nicht sehr gut an, wenn man hier so mitten ins Mikro rülpst, ne? Muss dann auch das Niveau ein bisschen hochhalten. Weil erst, was man natürlich hier bei meinen Parts sieht, ist ja sowas von hohes Niveau. Platin-Gewand haben wir bestimmt auch schon, ne? Ne. Geil. Njom. Das ist ein Speicherpunkt. Verdammt, wer da kommt jetzt noch ein Bosskampf? Hey. Am besten direkt gegen Maxwell, ne? Und da ist ein Aphrid-Schatz. Cremiger Rinderschüssel. Ein dunkles Siegel. Gewährt das 1,5-fache an Erfahrungspunkte, kostet aber die doppelte Menge an Schaden. Okay, das kenne ich noch aus Tales of the Abyss. Es kann sehr gut sein, aber ist auch sehr riskant. Aua, meine Nase. Ha! Hat nicht so geklappt. Keine Ahnung, aber fällt mir jetzt erst auf, aber diese ganze vier tut mir voll leid. Da kommen irgendwelche Typen zu so tierähnlichen Viechern. Du gibst den einen in die Fresse. Das ist so, als würde ich auf die Straße gehen. Ja, auf die Straße. Im Zoo gehen und ein Lama in die Fresse hauen. Das ist, glaube ich, auch nicht so. Und ich setze mal Skylar Schlag ein, ne? Ist auch nicht so intelligent, finde ich. Sieht doch ganz schön bescheuert aus. So, den machen wir fertig. Jo. Jo. Pirouette. Ho. Jo.
Ja, Rowan und Leia bekommen gleich auch noch Level, locker ein Level up. Jetzt weiß ich auch, glaube ich, warum Rowan noch 4 bekommen hatte. Er ist noch ein Level unter den meisten. Nein, nicht Rowan. Nicht das hier, Autoarznei? Weiß nicht. Das hier will ich, genau. Tipo Meister. Ta Meister. Muss er die Werte erhöhen hier. Bewegung, dann hat es natürlich jetzt vollgebracht. Wo ist Homer hier? Suche Maxwell. Ja, mache ich doch. Wo ist er denn? So, jetzt habe ich mich wieder. Jetzt habe ich mich wieder zurückgesetzt. Dann sag mal. Was wollte ich mal? Au. Au. Da. Rowan, hilf mir mal. Automatischer Zauberschutz. Geil. Ich glaube, ich nehme dich erstmal als Partner. Ja, ich glaube, das bringt es jetzt gerade. Jo, jo, jo. Da, ich wollte schon sagen. Da noch irgendwas? Aber. Jo, ey. Pirouette. Aber das ist gut, das ist richtiger Luxus mit automatischer Zauberschutz. Aua. Aber wenn ich dich nicht treffe, bringt das nichts. Alle auf damit. So. Frigid Blast. Warte mal, kenn ich doch. Aus. Ja, Tales of Darkness. Ich kenne Meister eigentlich aus Tales of Darkness. Aua. Hör's auf damit. Und. Schwallstrahl. Warte mal, ist das bei HP nicht so, als immer wieder kommen hier? Aber, ha! Ha! Und du stirbst. Aber, ist da noch einer? Noch eine. Noch etwas. Und Level Ops. Ja, Never Stop a Working System. Geisterbeschützer. Ja! Warum nicht? Nein. Genau im Falschen. Und... Wow, du hast... Ach ja, ich habe hier angefangen. Oh, das ist also weit entfernt. Multi-Objekt, das nehmen wir auf jeden Fall. Muss ich erstmal das hier nehmen. Und das hier. Ja, Verteidigung immer physische, also Psyche, ihr wisst schon. Und das hat jetzt nichts gebracht, ich Idiot, oder? Eins, kann ich nochmal... Ja. Ja, nichts gebracht, ich Idiot. Wo ist der Schlüssel? Erstmal TB und KP. Oh, das war irgendwie aus dem Fenster geworfen, finde ich. So. Speichere ich einfach mal hier. Jetzt kommt der nächste Boss, ne? Da wäre es noch schöner. So, kommt jetzt Muse, Gaius, Gaius und Muse. Ne. Ich kämpfe nicht nochmal gegen die. Oh nein. Wer? No way. Nee, oder? Perfekt. What are you doing here? Alvin, we could ask you the same question.
Fair enough. And I see you're not alone. Looks like we don't have to play nice anymore. Can't say I'm sad. That means I get to pound you. Nein. Hey, Pimple. How did it feel when your buddy here shot you? Knock it off, Agria. I'm afraid your journey ends here. I'm afraid you are mistaken. We will not be so easily stopped. I must help Jude meet with Maxwell. Rowan? The reason people are drawn to Mila and Gaius is their will and conviction. They have the ability to live their lives as true adults. You sure couldn't, Gramps? As embarrassing as it is to admit, you are correct. But it is never too late. People can always change. Isn't that right, Alvin? I can't give you an answer to that. Enough with the lecture, Gramps. You get to feed the worms first. Oh, nee. Al? No, I just... You make a better door than a window, stud. Move! Agria, why are you doing this? Put a sock in it. Clean out that earwax, because I'll only say it once. I won't turn against His Highness. I know you're with me on this. We got nowhere else to turn. Yes, you're right. When everyone else treated us like scum, he took us in. He allowed us by his side. Pressa. I'm sorry, Al, but not even you will get past us. Either we do our job, or we wind up in the trash again. Ja. Na gut. Elvin hat sich mal spontan, der Typ verrät echt alles und jeden. Erst verrät er uns, dann die. Und boah, ey, ich krieg grad Kotzen. Na gut, da müssen wir ihn noch aufleveln. Und den Kampf, den machen wir dann im nächsten Part. Das sage ich jetzt schon mal. Upsala. Wir haben ins Mikro gekommen. So, Ausdauer. Vitalität. Vitali. Und was noch? Ich glaube, Dingens. Geschicklichkeit, ne? Ja. Eieiei. Aber irgendwie sah jetzt wirklich so aus, als hätte er es bereut. Aber naja. Alter, also, jetzt bin ich genauso naiv wie der Rest der Truppe. Ach. Ich guck mir das noch an, Elvin, glaub mir. Beste Freunde werden wir nicht mehr, aber ich habe ein Auge auf dich, wie immer. Da verstehst du doch, oder? Du bist halt eine linke Ratte. Tut mir leid. Also mir nicht, aber dir sollte es leid tun. Und level mal für irgendwas auf. Und er hat jetzt weniger, hä? Wie kann das sein? Wieso hat er jetzt weniger HP als Jude? Hä? Habe ich mich so verskillt? Nein. Ah. Alter, warum hat er so wenig? Ja, toll. Die ganzen FP bringen gar nichts. Eine Minute. Super. Ja, machen wir halt mal so. Eins. Die beiden. Ah. Ich hab schon voll vergeigt. So. Ja. Ja, Elise lass mal draußen, ist klar. Dort kommst du für Rowan rein. Und ich würde sagen, den nächsten Kampf, den failen wir im nächsten Part. Ja, sowas von. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage Tschüss.